Eieieiei. Was für eine Ruine. Alles alt. Muss alles neu. Alles neu. Hier kommen meine Parkplätze hin. Und hier das Einkaufszentrum. Peanuts. Das gibt einen Riesen. Was wollt ihr mit meiner Bursche hier machen? Wer bist denn du? Ich bin der Ebbo. Wer? Der Geist vom Ritter Ebbo. Oh, ein echtes Burggespenst. Ja, kann man so sagen. Also es kann ja wohl nicht sein. Hier Parkplatz und so weiter. Was ist denn hier mit der Kultur und allem? Den Leuten hier, die ganze Feste und den Burgschauspielern. Wofür habe ich denn hier den Ries von über 1000 Jahren erschlagen und die Burg hier hinbauen lassen? Das ist heute eine Stätte der Kultur. Das ist mir scheißegal. Was ist das? Das ist mir egal. Das kann euch schon nicht egal sein. Ich glaube, es geht los. So, da muss ich euch wohl mal was zeigen. Wo sind wir hier? Wir sind hier bei der Gemeinderatssitzung von 1913. 1913? Meine Herren. Die Proben für das mittelalterliche Volksfestspiel laufen. 280 Laienschauspieler sind daran beteiligt. Der Burghof wird zur Bühne. Das Publikum fühlt sich in mittelalterliche Zeiten zurückversetzt. Ja, also welch famos ist das ja. Es geht um die edlen Ritter von Eppstein. Um Bruderzwist und Versöhnung. Um Liebe und Leidenschaft. Ein Drama aus der Eppsteinischen Geschichte. Nee. Ich sage Ihnen, Eppstein wird als Festspielort berühmt werden. Wer sonst hat da eine herrliche Burg, die man als Naturbühne nutzen kann? Was die sich damals alles habe einfallen lassen. Und 1914 waren sogar 350 Laienschauspieler auf der Bühne. Eine Revolution war das. Zuschauer aus der gesamten Region kamen. Die Burg war restlos ausverkauft. Das ist Kultur. Kultur, Kultur, verschon mich nur. Natürlich bist du begeistert. Du bist ja ein Geist. Für Kultur und Spaß haben wir nichts mehr übrig. Die Zeiten sind vorbei. Peanuts. Alter, das gibt's doch nicht. Peanuts. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Na gut, weiter geht's. Und wo sind wir jetzt? 1986. Der Bürgermeister Hoffmann wollte anfangs auch nur das renommierte Berufsbühnen auftreten. Aber dann hat er die Begeisterung der Eppsteiner Burgschauspieler gesehen und deren große Wirkung beim Stadtjubiläum. Seit 1914 standen die Eppsteiner Laienschauspieler nicht mehr auf ihrer Bühne. Dies war ein dunkles Kapitel für den Freigeist der Schauspielerei. Ja. Doch nun treten sie nicht nur bei unseren Festspielen auf, nein, sie eröffnen sie sogar mit einem Stück von Ludwig Löber. Ja, als Laienschauspieler. Leute, das ist doch lächerlich. Absolut lächerlich. Aber das ist doch nicht lächerlich. Diese Truppe verkörpert ein Stück Eppstein. Ja, wir wollen die Profibühne nicht missen. Aber die Entscheidung, das Laienschauspiel in das Programm einzubinden, war richtig. Alles ist ausverkauft. Ja. Und nächstes Jahr brauchen wir sogar drei Aufführungen. Ja. Das ist doch super! Und alles ehrenamtlich! Ja! Genau! Und es war die richtige Entscheidung! Genau! Ja! Endlich! Nach 70 Jahren dürfen die Eppsteiner wieder selbst auf der Bühne stehen. So wie 1913.
Seht ihr, man muss doch auch mal eine gute Zeit haben. Es bringt doch nichts, immer nur an Parkplätze und Kohle zu denken. Apropos Kohle, die brauche ja auch nicht viel, um die Leute zu finanzieren. Ja, wie viel brauchen sie dann? Ach, das sind nur Peanuts. Und verschon mich mit einem geistlichen Gejammer. Die Bursch rentiert sich nicht und die Kultur rentiert sich auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Na gut, weiter geht's. Wir müssen für die Burg festspielen, die Leidenschaft für die Burg entflammen. Ich meine, die Burgfestspiele, das ist doch ein Stück Eppsteiner Kultur, oder? Oh, die kenne ich doch. Das war gestern. Burgfestspiele, das sind die Burgschauspiele, das Kabarett, die Oper, das Kindertheater, unsere Gastbuben. Das sind Liebe, Leidenschaft und Emotion. Und das auf unserer romantischen Burg. Mhm. Und als Zuschauer erlebt man das vor der imposanten Kulisse. Und wenn dann der Abendhimmel immer dunkler wird und der Mond aufgeht, das ist einfach unschlagbar. Ja, und für mich ist es der Enthusiasmus von allen, die auf der Burg was auf die Beine stellen. Ja. Wir Burgschauspieler, der Burgverein, die Stadtwache, die Ritter. Und mit euch zusammen versprühen wir so viel Leben, so viel Energie auf unserer altehrwürdigen Burg. Das muss einfach zünden. Ich meine, schaut euch das doch einfach mal an. So schlecht war das ja nicht. Wo ist eigentlich der Echo? Jetzt hat der Spuk endlich ein Ende. Wir gehen jetzt. Also, den Echo und den anderen würde ich schon gern mal begegnen. Nun gut, dann buchen Sie für die nächsten Burgfestspiele. Ich möchte das natürlich auch erleben.